Richard Lugner, vielsagende Worte, kurz vor seinem Tod hat er sein Testament geändert. Richard Lugner hat wenige Monate vor seinem Tod sein Testament zugunsten seiner Ehefrau Simone geändert. Obwohl damit geklärt sein dürfte, wohin sein Vermögen geht, könnte es nun zum bitteren Erbstreit kommen. Richard Lugner, seine Ehefrau Simone erbt den Großteil seines Vermögens. Richard Lugner ist am Montag, 12. August, im Alter von 91 Jahren in seiner Wiener Villa verstorben. Der erfolgreiche Bauunternehmer hinterlässt 6 Ehefrauen, 4 Kinder und ein Vermögen von mindestens 80 Millionen Euro. Einige Schätzungen gehen sogar von 250 Millionen Euro aus. Allerdings hat Richard Lugner auch vor ein paar Monaten offenbart, dass er durch laufende Investitionen fast 40 Millionen Euro Schulden hat. Und trotzdem, Lugner war steinreich und es gibt so einige Hinterbliebene, die Anspruch auf sein Erbe haben. Damit sein Vermögen nach seinen Vorstellungen und Wünschen aufgeteilt wird, hat er erst kurz vor seinem Tod sein Testament zugunsten seiner 6. Ehefrau Simone Bienchen-Rheiländer, 42, angepasst. Bienchen war noch nie verheiratet, ich 5-mal. Sie soll abgesichert sein, wenn ich mich mal verabschiede. Deshalb werde ich auch mein Testament überarbeiten. Denn wer bei mir lebt, wenn ich sterbe, soll auch entsprechend erben, erklärte Baulöwe im Frühjahr gegenüber der Bild. Zu diesem Zeitpunkt waren Richard Lugner und seine Simone noch nicht verheiratet. Die Hochzeit erfolgte erst am 1. Juni. Rund 2,5 Monate vor Lugners Tod, im Oktober, zu seinem 92. Geburtstag, wollte er sein Bienchen dann noch einmal Daya-Wort geben. Doch dieser Wunsch sollte sich nicht mehr erfüllen. Es droht ein Erbstreit. Auch Richard Lugners Kinder werden etwas von seinem Vermögen abbekommen. Neben seinen Söhnen mit seiner ersten Ehefrau Christine, Alexander und Richard, und Tochter Jacqueline aus seiner Ehe mit Mausi Christina Lugner, hat er auch noch die uneheliche Tochter Nadine Janine Carter, von der er lange gar nichts wusste. Und dann wären da noch seine 4 Ex-Frauen. Eine enge Vertraute der Familie ist sich sicher, dass es zum Erbstreit kommen wird, um das Erbe wird es ein riesengroßes Gezerr geben. Wer wird das Wohnrecht in der Villa haben? Wer bekommt was aus den Stiftungen? Die Immobilien sind auch nicht ohne. Christina Lugner wird mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass Jacqueline, ihre gemeinsame Tochter mit Richard, so viel wie möglich bekommt. Bleibt zu hoffen, dass diese Befürchtung nicht wahr wird. Schließlich ist ein Erbstreit genau das, was der Baulöwe mit seinem Testament vermeiden wollte. Verwendete Quelle: Bild.